Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuso, beim Clan, immer noch beim Event Clan Herausforderer. Ja, Eventende. Ich weiß, für euch ist das Event schon länger vorbei, aber für mich ist dieses Event natürlich noch nicht vorbei, denn wir haben ja noch ein paar Kämpfe offen. Wir sind ja gestern bis zur 12 gekommen und ich will euch natürlich die restlichen Kämpfe auch nicht vorenthalten. Also für mich ist das Event erst dann vorbei, wenn der Clan hier eigentlich wirklich wieder dicht ist und ich weiß, ihr könnt es auch nicht mehr hören, mich auch nochmal ordentlich von jedem hier verabschiede und mich bedanke. Also der Clan ist immer noch halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man es nimmt. Es sind ja ein paar Leute reingekommen hier und wir sehen hier den Bruce Lee. Also eigentlich konnte uns nichts passieren mit dem im Clan. Und es ist auch ein wirklich guter Angreifer, keine Frage. Aber hier musste ein 11 auf 11, also hier oben geht es dann schon so ein bisschen mehr zur Sache, muss man mal so sagen. Die Bases waren jetzt von den Gegnern ja mittelmäßig schwer oder mittelmäßig stark. Kann man so sehen, aber wir hatten oben auch wirklich gute Angreifer. Muss man einfach mal so gestehen und der ein oder andere hat das heute auch nochmal hier im Chat getippt, dass er es nicht gedacht hätte, dass wir eigentlich so knapp hier verlieren. Aber ich hatte das schon zu Anfang ja gesehen und habe auch gesagt, wir sind eine gute Truppe, also das ist schon ein krasser Clan gewesen. Angefangen mit den wirklich starken RH6ern, 7er, 8ern, die zwar nichts machen konnten, aber von den Dörfern her, von den Truppen her, waren das einwandfreie oder sind das einwandfreie Accounts. Von daher konnte man auch an der Stelle absolut zufrieden sein, was hier letztendlich so kurzfristig in den Clan reinkam. Ich gehe für euch mal ein bisschen größer rein hier in den Kampf und dann sehen wir hier, auf die Elva Base, ja, so stark ist er, na doch, sie ist schon stark. Ich glaube, er ist dieserjenige hier, ist auch noch nicht so lange Elf. Man sieht das so an den X-Bogen, der sieht ja noch so aus wie meiner. Aber bei mir geht die Dev auch Stück für Stück hoch. Also ich bin nah dran, hier jetzt die letzten Sachen auch auf Endlevel zu bauen, die ich ja als Rathaus 11 dazu bekommen habe. Und wen es interessiert, einfach mal als Randinformation. Bei mir läuft im Labor der Golem als nächstes. Also ich habe mich ja für den Golem entschieden. Das habe ich irgendwie so, ich glaube im ersten Stream habe ich mal gefragt, was mache ich denn eigentlich jetzt? Mache ich Golem oder mache ich erst den Hund? Aber ich habe mich jetzt erstmal für den Golem entschieden, denn den brauche ich doch recht häufig. Selbst wenn es nur einer ist, den ich dann beim Queen Walk mit einsetze, der war mir erstmal lieber. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt erstmal den Golem, dann mache ich den Hund und danach vermutlich auch nochmal den Golem auf Endlevel. Muss ich mal sehen. Mal sehen, wie es passt. Denn nach wie vor, nach unserem Event jetzt am Wochenende, wo wir bei den True Warriors ja einen 50er Clan-Krieg spielen, wollte ich natürlich den Warden weitermachen. Deswegen habe ich auch schon wieder so viel angespart hier. Und wir sehen hier die Hille vom Clan Gecko State. Was dahinter kam, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich war ja mal bei der Hille im Clan eine längere Zeit mit dem Avatar. Habe dort ein bisschen mitgekämpft. Also alles bekannte Gesichter hier. Und auch hier startet der Clan-Angriff mit einem Queenwork schön mit den Mauerbrechern hier in die Base reingekommen. Und auch hier die Base, ja, hier sieht man das an der 10er Kanone. Ist der Elver hier auch noch im Aufbau. Es dauert auch unheimlich lange. Also ich meine, ich sehe hier oben, oder jetzt das, was wir jetzt eigentlich sehen. Base ist eigentlich, glaube ich, sogar vermeintlich ein bisschen schwächer. Vermutlich hat derjenige nur ein bisschen bessere Helden, dass er etwas stärker gerankt ist, denn der Adler ist hier auch noch auf Level 1. Und mal sehen, wie die Hille hier jetzt weitermacht. Ich habe ja auch nicht jeden Angriff gesehen. Aber wir haben schon viele im Stream gesehen, gar keine Frage. Ihr könnt ihn euch ja anschauen, hatte ich ja gestern auch schon gesagt, der Stream ist online und ihr könnt einfach noch mal reingucken. Wer also Lust noch mal auf etwas mehr als 2 Stunden Clash of Clans live hat, ist zwar nicht ganz live, aber dann kann man so ein bisschen die Atmosphäre vielleicht noch ein bisschen mit aufschnappen. Der kann sich natürlich gerne auch die Live-Videos noch mal anschauen. So hin und wieder gucke ich da ja auch noch mal rein, um noch mal zu sehen, was hast du da eigentlich gesagt, was hast du da verzapft? Denn so ein bisschen mache ich ja auch da immer so eine kleine Nachbereitung, so nenne ich das immer ganz gerne. Also ein Stream muss immer, finde ich, auch ein bisschen nachbereitet werden, so nach dem Motto, was kannst du besser machen, was war nicht so gut, war Musik zu laut, zu leise, war sie zu nervig. Ich meine, nervig ist sie sowieso, meine Musik ist ja irgendeine hingefallene Playlist,
die ich gefüllt habe mit fast only YouTube-Musik oder freier Musik, so dass ich nicht irgendwo Probleme beim Uploaden mit YouTube bekomme, was Urheberrechte angeht. Und deswegen müssen meine Zuschauer leider immer diese Mucke ertragen. Aber gerade wenn man mal so ein bisschen Sprachpause macht, genau wie hier auch, da mache ich ja mal eine Pause, dann ist immer irgendwo ein bisschen Gedudel da und nicht irgendwie so eine Leere, so eine Stille. Ich mag das eigentlich auch in anderen Videos immer ganz gern, wenn jemand kommentiert und hat da einfach noch ein bisschen Gedudel im Hintergrund. Das hält mich zumindest dann immer so ein bisschen an der Stange. Jetzt nicht, ich bin ja kein Musikkanal. Also manchmal sagen natürlich auch die Leute, boah, Tutu, die Mucke, die war natürlich jenseits von Gut und Böse. Ja, das stimmt. Aber ich bin kein Musikkanal. Wer Musik hören will, muss halt auf andere Kanäle ausweichen. Schöne 3 Sterne hier von Hille. Und wir gehen hier ein kleines Stück weiter vom Nico Second Edition. Auch den haben wir schon eben, ich weiß, den haben wir im Livestream gesehen. Macht aber nichts. Als Anregung natürlich für viele hier so eine typische Super Ring Bass, wie man sie nacken kann mit Only Bowlern bzw. Bowler und 10 Walküren hat er hier. Die sind auch noch nicht Max, die sind auf 5. Und der Nico kämpft sowieso bei uns ja auch noch mit noch einem Max RHL. War also hier waren auch viele 2. und 3. und 8. Accounts drin, glaube ich. Und bei uns kämpft er allerdings mit seinem Main Account, aber auch Max RH11. Und ich glaube, dieser hier wird jetzt erstmal ad acta wieder gelegt, hat er zumindest geschrieben. Denn es ist auch anstrengend, viele Accounts, egal welche Rathausstufe, zu spielen. Für mich ja auch. Ich habe zwar trotzdem geschafft, meine ganzen Clan-Kriegsangriffe zu machen und auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich merke da schon hin und wieder, dass ich dann doch so mal hier und da Zeitprobleme kriege. Gerne meine 2 Angriffe mit meinen RH9 an recht zeitnah mache. Ist natürlich auch clanbedingt so. Vor allen Dingen bei Two Wars 1 muss ich immer zusehen, dass ich mit dem Alex immer relativ früh meine Angriffe mache. Sonst kriege ich entweder kein Dorf mehr ab, weil sie alle schon platt sind. Oder aber ich bin dann so spät dran, dass ich wirklich nichts mehr holen kann und dem Clan nicht ordentlich unterstützen konnte, was ich natürlich immer gerne mache, auch mit meinem Rathaus 9er. Aber schön gemacht hier, denke ich mal, von Nico. Auf die Nummer 8 hier, also hier sind wir schon relativ hoch. Das war auch so ein bisschen Absprache, dass wir erstmal mit dem ersten Angriff von uns Elbern hoch einen Angriff machen, möglichst mit 2 Sternen. Und dann, ja, weil wir ja weniger Angriffe hatten, relativ tief dann, wenn es dann geht, irgendwo 3 Sterne holen. Also das war ja sowieso schon schwierig genug. Auch mein zweiter war auf dem 10er ja nur ein 80%iger 2-Sterner. Kannst du nichts dran machen. Ist ein bisschen doof gelaufen. Ich habe, glaube ich, einen Sprung ein bisschen versetzt. Habe den Warden nicht gezündet. Warum auch? Habe den Warden nicht gezündet. Und ich glaube, ja, den Fries habe ich, sogar nicht mal verpeilt. Aber der Warden war schon, der ist schon eine Schlüsselfigur beim Rathaus selber, auch auf 10. Und deswegen habe ich da die letzten 20% irgendwie verdaddelt. Cool, hier die Walküren jetzt noch in Heilung. Ah, es ist wieder so weit weg. Bin auch wieder viel zu groß hier eingestellt, glaube ich. So sieht das wieder besser. Und ich hoffe auch, dass der zweite Teil hier eigentlich von dem Event gefällt euch. Denn, ja, wie gesagt, für mich ist das Ding hier eigentlich erst zu Ende, wenn ich den Clan wieder dicht mache, beziehungsweise wenn ich aus diesem Clan rausgehe. Wir sind hier Blacky. Vom Clan Herausforderer, ja, alles klar, Toto, auch schon so ein bisschen durch den Wind heute, Mann, ja, aber ist nicht so schlimm, ich habe so ein bisschen hin und her geplant, wie ich eigentlich diese zweite Folge für euch noch rüberbringe, ohne dass es langweilig wird, also natürlich haben wir hier krasse Action mit Luftangriff hier, okay, und mit der Queen hier in der Mitte, ja, das ist auch krass. Aber ich denke mal, so greift man nach wie vor auch hier in den hohen Regionen an. Jetzt kommen hier die Lakaien noch mit rein. Die anderen beiden Helden hat er sich nur aufgespart und kommt hier mit den Loons eigentlich richtig weit durch die Base hier durch. Also, boah, das sind weit mehr als 180 Grad. Also, wenn er gleich die Helden dann schickt, dann können die natürlich nur noch in die Mitte gehen. Ich meine, die Loons werden nicht mehr ganz so viel reißen. Aber es ist doch noch relativ viel hier mit kaputt gegangen. Und also schönes Ding hier. Hier oben wird es auch nicht leichter. Also es wird nicht leichter. Boah, 10 Mauerbrecher hier, die Armada.
Da ist sie. Oder? Jawohl. Die Fassträger. Geil. Ah, das ist ja cool anzugucken hier. Donnerwetter, das ist mal, das nenne ich mal ein ordentliches Loch hier in die Base gepackt. Und jetzt kommen jetzt mal noch Clan-Truppen raus. Nämlich ein paar Ballons, aber für die Queen ist das nicht ganz so schlimm. Denn der King lenkt die erstmal gut ab. Und die können auch ruhig abwerfen. Der King wird jetzt gezündet und schafft jetzt sogar noch, ja, die gegnerische King hat er auch noch gepackt. Der Dicke. Hat er gut gemacht hier. Super. Super Angriff, find ich, vom Blackie. Und vor allen Dingen auch prozentual hier in den hohen Bereich ist das super gewesen. Ich glaube, ich muss mal am Ende schauen, ob wir nicht sogar prozentual vorlagen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber denn wir haben hier oben schon, es waren hier keine 50% gerade so Angriffe, sondern ihr seht das hier 77 und hier geht es immer noch ein bisschen weiter, aber das war es jetzt auch für Queen. Und dann waren das hier aber stabile 77% für den Blackie. Oder ist hier noch irgendwo ein Bogenschütze? Irgendwo ist hier noch was zugange, was man manchmal nicht findet. Ah, der Lucky hier oben. Der Lakai, okay. Den habe ich übersehen, aber der ist jetzt auch Geschichte. Okay. Das war es aber auch. Aber immerhin 78%. Okay, habe ich mich vertan. Und dann sind wir jetzt schon in relativ riesenhohen Bereichen hier. Der Wompi, den haben wir auch gesehen, hat ganz, ganz früh angegriffen. Der war sich gleich ganz sicher. Ich mache die 4 Punkt. Hat er gleich zu Anfang gesagt. Ich glaube sogar, es war der erste oder der zweite Angriff hier in diesem Clankrieg. Und wollen wir mal schauen hier. Also der ist schon recht maxed out. Die Bogenschützentürme können dann noch ein Level vertragen. Sehe ich gerade. Aber auch hier, ich glaube, Queenwalk, das muss ich ein bisschen üben. Das muss ich, glaube ich, mal ein bisschen üben. Auch wenn meine Helden noch nicht so hoch sind. Aber die vom Wompi jetzt mit 40er Queen, da geht es meine 5 Level weiter. Aber dafür ist sein King 5 Level weiter als meiner. Und sein Warden ist schon auf 20. Also der hat schon eine Ability, die ein paar Sekunden länger reicht als meine. Und auch die prozentuale Erhöhung der Trefferpunkte bei der Queen jetzt vor allen Dingen ist dann schon ein bisschen größer. Aber hier schön gemacht. Ziel war sicherlich den Adler auszuschalten und ein oder andere Dev mal sehen, ob er, ich denke mal, die Clanburg kriegt er nicht gelockt, die steht doch ein bisschen weit weg. Da müsste die Queen schon ein bisschen extrem reinhauen, aber jetzt schon mal die Queen gezündet. Ein paar Tesla ploppen hier schon mal auf und er funnelt jetzt erstmal hier so ein bisschen mit so ein, zwei Bowlern, habt ihr gerade gesehen, und kommt hier jetzt mit der Masse hier doch nochmal über Ecke rein. Und die Masse geht hier auch rein, gar keine Frage. Mal sehen, wo er, der hat. Okay, mal ganz ohne Sprungzauber, also wirklich darauf gehofft hier, dass hier die Bowler mit dem King hier gnadenlos durch diese Base reingehen. Und das schafft er auch. Schafft er das? Jo. Schafft er auch, aber ich frage mich jetzt gerade, holen die eigentlich noch das Rathaus? Aber ich glaube, ich weiß es, er hat nämlich hier unten noch 4 Bowler. Jetzt gehen die Truppen so ein bisschen Richtung Mitte und da gehen sie jetzt noch mit der Queen rein, okay. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht so gesehen. Aber jetzt schön, ja, das Rathaus, das war ein Schwung von Steinen gerade. Hat man, glaube ich, gesehen, die vielen Bowler da, die Queen segnet auch gerade das Zeitliche. Und jetzt gibt es natürlich nochmal heftigen Beschuss hier. Aber der war auch prozentual, seht ihr hier, wie viele Truppen hier noch leben. Richtig schönes Ding hier. Und da war er sich ganz, ganz sicher, also auch hier der Wompi, starker Angreifer. Auch seinen zweiten hat er gut gemacht. Ich glaube, den zweiten hat er mit 3 gemacht. Auf ein RH10. Und alles richtig gemacht hier. Toll. Super AG. Freut mich. So. Ich glaube, einen haben wir danach noch. Und dann mache ich auf jeden Fall heute Abend. Also, wenn ihr das Video seht, ist der Clan hier natürlich schon zu. Ihr hattet hoffentlich dann schon einen netten Samstagmorgen. Wart vielleicht auf dem Markt oder sonst wo. So sieht das zumindest hier immer aus. Und ihr seht mal, wie knapp das war. Und wie jetzt hat er erst den Warden gezündet. Habe ich, glaube ich, schon im Livestream gesagt, wie spät er den Warden zündet. Aber hier war es, glaube ich, nur noch die Zeit. Denn ich denke mal, mit der Voll-Heil-in-Heil-Queen hätte das hier locker für diese Base gereicht. Also richtig krasses Ding hier vom Wompi auf die Nummer 6 war es, glaube ich, ja. Und wir haben hier unseren ersten 1-gegen-1. Den will ich natürlich auch nicht vergessen. Den TF-14 hier vom Clan. Herausforderer. Mit einem super 2-Sterne-Angriff hier mit Erdbebenzauber.
Ihr hört, bin ich gar nicht mehr so abwegig, denn machen natürlich viele, gerade wenn man auf 2 Sterne geht, wo man sich nicht sagt, ich gehe mal auf 3, sondern ich will 2 Sterne. Er hat hier immer noch einen Giftzauber, hat noch 3 Wutzauber und einen Sprungzauber auch noch. Ich weiß nicht, wofür der ist, aber denn die Truppen sind ja hier schon mal durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Er hat ja jetzt kaum was am Mauerbrechern dabei. Ich nehme manchmal auch gerne noch einen Sprungzauber so mit, falls ich einen Mauerbrecher-Fail gleich zu Anfang habe. Wenn ich dann nur einen Sprung dabei habe, dann zücke ich den gleich, dass meine Truppen irgendwie in die Base gehen und erstmal drin sind. So muss man es ja sagen. Aber er hat sich jetzt hier schon das Rathaus geholt und hier waren es ja, na, das muss man so sagen, schnelle 50% hier vom TF-14 und auch sein zweiter Angriff, glaube ich, haben wir, glaube ich, gesehen, ne? Im Video von gestern war ja ein schöner 3-Sterner. Also auch hier satte RH11-Action. Wir waren ja auch relativ viele RH11. Und von daher ist das schon eine starke Truppe, auch von den Angreifern hier gewesen. Ich glaube, meine Angriffe waren auch in Ordnung. Und das, was wir hier gesehen haben, ich bin zumindest mit meiner Leistung zufrieden und ich hoffe, ihr seid auch mit eurer Leistung gut zufrieden und ich hatte ja gesagt, ich möchte mich von jedem Einzelnen verabschieden, dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich bedanke mich erstmal bei allen Clashern, ich bedanke mich natürlich auch bei den Vizes, in welcher Schreibweise man die auch immer beschreibt und ich fange einfach unten bei den RH6ern bis hoch zu den RH11ern an. Also, mein lieben Dank geht an. Jetzt muss ich das gerade ein bisschen größer machen. An Squeedy, an Killer 1, an King Daddy, an Thiago, Niggi, 444, Maurice, Faser, MP, Graf Maxi, Niklas, Zocker, Frederik, Nico, Junior, UP heißt es glaube ich, den Serzer 66, King Lasse, Master FF, den vielen Fragezeichen, Terminator, Münstermann 1, Wolfsrudel, Daniel, der nicht angegriffen hat, Philipp, Captain Capslock, Baba Hüß, 000V, XR3PO, German Clasher, Hannes, Magier, Schweinereiter, Torben, Jakob, Evel Angwart, Gummwaffel, Stony, Chris Weili, Thiele 2211, Hille 1986, Shorty, Phantom, danke fürs Lieben, der Joker, Nico Second Edition, GM Punk, Bompi, Bruce Lee, Blackie, TF14, Pico, der als Zuschauer noch da war und natürlich ja. Vielen lieben Dank nochmal. Ich glaube, ich habe jetzt alle auf der Kette gehabt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen hier. Ich sage jetzt mal, Event Ende. Macht den Clan hier jetzt dicht. Ich werde jetzt den kleinen Toto wieder zum Anführer machen. Werde hier allerdings noch dann die Leute drin lassen, werde aber selber rausgehen. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Bis dann.